Kapitel 15. Das wahre Gesicht. Flamme spürte das Misstrauen seiner beiden Begleiter, als sie dem Weg weiter folgten. Übel konnte er es ihnen nicht nehmen. Dazu verstand er sie zu gut. Sie konnten nicht nachvollziehen, was genau mit ihm los war. So wie er selber. Aber zumindest schien das Ziel nun nahe. In wenigen Metern würden sie Xatu treffen, welcher ihnen den Weg zu Vulnona weisen würde. Hoffentlich. Und dann könnten sie Omegons Heim betreten. Nun, dies war der Plan. Ein Plan, welcher bereits nach kurzem zu bröckeln schien. Und zwar in jenem Moment, als der Weg voraus endete. Mitten an einer Klippe, welche Überblick über weite Hügel und Wüste gab. Eine Klippe, an welcher niemand wartete. Aber wo ist Xatu? Er sollte hier sein. Er lebt hier. Hat Omegons Krieger ihn weggescheucht. Womit der Schüler jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass tatsächlich eine Antwort folgte. Eine Stimme sprach aus den Schatten, die einer der vielen Felsen dieses Ortes spendete. Auch er ist bloß ein Pokémon. Er ist bloß am Pokémon-Platz, um neue Vorräte zu beschaffen. Sorgt euch nicht, er wird bald zurück sein. Auch wenn ich denke, ihr werdet ihn nicht brauchen. Ihr seid meinetwegen hier, oder? Flamme und Sol erkannten das Pokémon nicht sofort. Doch Absol brauchte nicht mehr als die Stimme zu hören. Meisterin Vulnona, du bist hier. Ja, das bin ich. Du bist also gekommen, mein Junge. Und Freunde hast du auch mitgebracht? Sie sind nicht einfach Freunde, Meisterin. Diese beiden sind... Sind jene, von welchen die Prophezeiung sprach. Das ist mir bewusst. Wenn Omegon einen Krieger schickt und du dich von zwei Pokémon begleiten lässt... Dann sehe ich schon, was vor sich geht. Ja, es ist endlich soweit. Ich gehe schon einmal zurück zum Eingang des Canyons, damit du den beiden ihr nächstes Ziel mitteilen kannst. Bitte komm dann dorthin, damit wir zum Eisberg zurückkehren können. Omegons Krieger ist weg. Nein, das wird nicht nötig sein. Du kannst auch hier bleiben. Es ist ohnehin an der Zeit, dass auch du erfährst, wo sich der Kern des Weltenbaumes befindet. Wie? Meinst du damit etwa, ist meine Ausbildung zu Ende? Nein, mein Junge. Und das wird sie auch nicht bald werden. Ich möchte, dass du diese beiden begleitest. Das war eine Wendung, nicht nur für Absol selbst. Auch Sol und Flamme verstanden nicht, woher auf einmal diese Forderung Vulnonas kam. Nein. Das kann ich nicht. Wieso das? Ihr beiden Reisenden, vergebt mir, dass ich euch meinen Schüler so aufzwänge. Doch ich bin sicher, es ist Schicksal. Vom ersten Tag an, als ich dich kennenlernte, Junge, warst du anders als all die anderen. Es konnte nicht aus dem Nichts stammen. Es musste einen Grund geben, dass du geboren wurdest, wie du es bist. Und das nur Wochen zwischen jenem Tag, an dem ich dich aufnahm, und dem ersten Mal, dass ich von der Prophezeiung erfuhr, lagen. Du bist besonders und warst es schon immer. Dein Schicksal liegt da draußen. Nein, das tut es nicht. Das kann es nicht. Und das weißt du. Ich kann nicht mit ihnen reisen. Und weshalb? Das weißt du genau. Ich weiß, weshalb du es nicht willst. Aber es gibt keinen Grund, weshalb du es nicht kannst. Du hast Angst, deine Fassade nicht aufrechterhalten zu können. Es ist keine Fassade. Das ist, wer ich bin. Nein, das ist es nicht, Zoroark. Bei der Aussprache diesen Wortes schien Absol sofort zornerfüllt. Und entgegen allem, wofür er stand, schlug er nach seiner Meisterin. Hierbei beobachtete Flamme schockiert, wie der Körper des Unlichttypen sich zu wandeln schien. Gegenüber der Weißen stand nun ein etwas größeres Pokémon, auf zwei Beinen stehend, mit schwarzem Fell und roter Mähne.
Du sollst mich nicht so nennen. Das ist nicht, wer ich bin. Das ist nicht, wer ich jemals war. Und doch ist es, was gerade vor mir steht. Verwirrt blickte der schwarze Fuchs auf seine eigene Hand. So, dass auch er nun merkte, dass er sich gewandelt hatte. Panisch blickte er nun auf die beiden Pokémon, welche ihn bis an diesen Ort begleitet hatten, bloß um nach einem kurzen Ort davon zu rennen. Was? Wohin oder was soll das alles hier? Nun, du musst wissen, er stammt. Das meine ich nicht. Warum zur Hölle war das jetzt nötig? Etwas perplex suchte die Angesprochene selber nach einer Antwort. Warum frage ich überhaupt? Sofort wollte Flamme sich ebenfalls selber davon machen. Jedoch stoppte ihn sein Bruder. Wo willst du hin? Wir haben eine Mission und müssen herausfinden, wo unser Ziel liegt. Das ist schön. Ich suche nach Absol. Lass ihn suchen, Fukano. Ich werde dir so lange den Weg erklären. Erst zögerte Sol für einen Moment. Jedoch stimmte er zu. Na gut. Aber komm dann nachher zurück, ob mit oder ohne den Kerl. Ohne weitere Worte sprang das Vulpix fort und zurück in den Canyon. Wie sollte er den Unlichttypen nun finden? Die Antwort auf diese Frage wäre manchen vielleicht schwer gefallen, doch immer noch war Flamme ausgebildeter Krieger seines Dorfes. Zwar war der Wald eigentlich sein Heim, doch viele der Techniken ließen sich genauso gut in einem Canyon anwenden. Zum Beispiel das Nutzen der Augen, um die deutlichen Fußabdrücke im staubigen Boden zu verfolgen. Dadurch, dass sich Absols Gestalt nun geändert hatte, unterschieden sich die Spuren, denen Flamme folgen wollte, stark von jenen, die sie alle auf dem Hinweg hinterlassen hatten, welche noch nicht geschwunden waren. Eine Weile führten die Spuren durch den Canyon, bald jedoch endeten sie schlicht an einer Wand. Nach kurzem Aufblicken ahnte Flamme bereits, dass er wohl nun dort hochklettern musste, was glücklicherweise nur wenige Minuten in Anspruch nahm. An der Spitze dieser Steilwand sah er bereits Absol sitzen, immer noch in seiner Form, welche gerade eben erst offenbart worden war. Absol! Warum nennst du mich noch so? Du weißt doch jetzt sowieso, wer ich bin. Wer ist dir etwa lieber, wenn ich dich anders nenne? Kurz darauf folgte Stille. Nein. Also was willst du? Willst du Wahrheit, Infos? Dann hättest du auch gleich Vulnona fragen können. Ich weiß, aber darum ging es mir nicht. Worum sonst? Sag mir nicht, dass du dir Sorgen um mich machst oder so eine Scheiße. Ohne zu antworten, näherte sich Flamme an und setzte sich neben das Zorak, ohne auf eine Erlaubnis hierfür zu warten. Und weshalb nicht? Weil du keinen Grund dafür hast. Du kennst mich nicht einmal. Und falls du dachtest, es zu tun, weißt du inzwischen, warum du es nicht tust. Das stimmt. Ich habe keinen Grund. Aber brauche ich einen? Brauche ich einen Grund, um zu vertrauen, wenn es keinen gibt, zu misstrauen? Das klingt nicht nach dir. Ich weiß. Ich habe ja auch dich zitiert. Wieder kehrte Stille ein. Flamme war schon zufrieden genug damit, dass sein Gegenüber ihm weder das Fell ausgerissen noch ihn weggeschickt hatte. Trotzdem versuchte er, seine Worte weiterhin eher vorsichtig zu wählen. Also, was denkst du inzwischen über Vulnonas Worte? Wirst du uns weiterhin begleiten? Ich meine, viel zu verlieren habe ich wohl ohnehin nicht mehr. Riskieren, dass sie herausfindet, wie meine eigentliche Gestalt aussieht, kann ich ja nicht mehr. Und eigentlich sehe ich es schon als meine Pflicht, Vulnonas Worten zu folgen. Andererseits hatten wir die Fronten in der Gruppe eigentlich klar genug gemacht. Wenn ich meine eigenen Wege gehe, wäre es vermutlich für alle Beteiligten besser. Wäre es? Für Sol, ja, aber ich habe nie so etwas gesagt. Und das weißt du. Solche Streits hat immer nur Sol übernommen. Reicht das nicht? Wenn er mich nicht leiden kann, bringt es wenig, ein Team zu bilden. Würde es vielleicht nicht.
Aber auch er muss einsehen, dass es für uns nur Vorteile hätte. Und mal ganz neutral gefragt, wie oft gab es, seit wir vom Eisberg aufgebrochen sind, Probleme? Gegenfrage. Wie sehr wird sich das jetzt wohl ändern, wo er weiß, dass ich euch die ganze Zeit angelogen habe? Die Frage war rhetorisch und die Antwort dementsprechend. Stattdessen war es wieder Stille, die zunächst folgte. Willst du wissen, was wirklich passiert ist? Du musst mir nichts erzählen, das du lieber für dich behalten willst. Und wenn ich's trotzdem erzähle, hörst du mir dann zu? Ja! Also dann. Vieles kannst du ja wohl auch schon selber denken inzwischen, nicht? Ich fange trotzdem am Anfang an, der überraschenderweise bei meiner Geburt war. Beide meiner Eltern waren Absol und die Wächter dieses Eisberges. Eine Rolle, die es damals noch gab. Nun, damals war das wohl eine große Sache. Denn schon seit Jahrhunderten sind Absol die Wächter über diesen Ort und es war stark zu erwarten, dass ich der Nächste in der Dynastie werden würde. Bis ich als Sorua geschlüpft bin. Das Chaos kannst du dir vorstellen und all den Streit, gerade zwischen den beiden Absol. Eine Weile stand auch in Frage, ob mein Vater überhaupt mein echter Vater wäre. Bis man letztlich doch eine sehr friedliche Einigung gefunden hat, die nur einen Schuldigen hatte. Mich. Ich war nur irgendein Fehler der Natur gewesen. Einerseits wollten mich die beiden, aber auch andere, denen die Traditionen dieses Berges wichtig waren, loswerden. Aber natürlich waren sie sich alle zu fein, um einem Baby etwas anzutun. Stattdessen war es das Simpelste, mich einfach auszusetzen. Tja, hätten die Arschlöcher wohl besser aufpassen sollen. Meisterin Vulnone hatte damals schon beobachtet, was vor sich ging. Und hatte andere Gedanken als der Rest. Deswegen entschied sie sich, mich aufzunehmen, als kein anderer mich in der Nähe haben wollte. Am Anfang hielt sie mich versteckt für eine ganze Weile. Weil, was sollten denn die Mon denken oder was auch immer der Grund war? Erst als ich mich vor einigen Jahren entwickelt habe, wusste sie, dass es nötig wäre, mich nicht nur weiter im Geheimen auszubilden, sondern offiziell zum Schüler und ihrem Nachfolger zu ernennen. Damals hatte ich schon lange begonnen, meine Illusionsfähigkeiten zu trainieren und ich zu werden. Noch halten die Limits meiner Konzentration mich auf. Aber jeden Tag lerne ich mehr und mehr, mein Abbild als Absol aufrechtzuerhalten. Mein Ziel ist es, eines Tages die Illusion so zu perfektionieren, dass sie eins mit der Wahrheit wird. Denn weißt du, der Blick des Fuchses schweifte über die Weiten vor seinen Augen. Warum soll man die Wahrheit leben, wenn die Lüge doch so viel schöner ist? So kann ich endlich das Pokémon werden, das ich schon immer sein sollte. Das Pokémon, das vielleicht ein gutes Leben hätte führen können. Ich bin Absol, nicht irgendjemand, irgendetwas anderes. Ich gehöre hierher. Ich habe auch ein Leben, auch eine Bestimmung. Auch wenn sie alle das nicht einsehen wollen. Ich glaube, du kannst dir gut vorstellen, wie es damals aussah, als Vulnona den Mon dieses Ortes offenbarte, dass sie einen Schüler ausbildete und es sich als die Missgeburt herausstellte, die sie alle vor Jahren versucht hatten, loszuwerden. Wirklich etwas tun konnten sie nicht, denn Vulnona war damals auch schon eine Weise. Was sollten sie gegen sie sagen oder tun, außer eigenen Protest? Und den gab es auch zur Genüge. Manchen Pokémon, den man die sich mal meine Eltern schimpften, eingeschlossen, waren ihre Tradition so viel wichtiger als alles andere, dass sie sich weigerten, weiterhin auf einem Eisberg zu leben. Im Wissen, dass es ein Pokémon wie mich hier gab. Ja, dass ich eines Tages der Weise hier werden sollte. Vieles davon passt gut zusammen, aber ich verstehe noch nicht, warum du diese Absol-Persona nun kreiert hast. Die Mauern, die dich hassen wollen, tun das doch so oder so. Es nicht wie du, sich davon unterkriegen zu lassen. Dich ändern zu wollen. Er hätte dich gedacht, dass du deine Spezies als Zorak dadurch mit noch mehr Stolz tragen würdest. Aber ich will kein Zorak sein. Ich wollte es nie. Verstehst du es nicht? Ich habe mir nie gewünscht, eine Bestie zu sein,
Pokémon fürchten, statt zu respektieren. Alles, was ich hier wollte, war ein normales Leben. Ein Leben, das ein Absol führen kann und kein Zoroark. Weißt du, was ich denke? Du hast Unrecht. Du bist so oder so auch nicht weniger Absol. Aber du bist auch Zoroark. Genauso Vulpix. Oder Vulnona. Oder Groudon. Du kannst sein, wer du sein willst. Aber das will ich nicht, Flamme.